Hallihallo und guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Und zwar möchte ich heute auf all diejenigen gucken, die keinen Kontakt zu ihrem Seelenpartner haben oder wo der Seelenpartner oder der Partner im Widerstand ist. Da gibt es ja einige von. Und ich möchte jetzt hier heute mal auf den Tisch bringen, ja, was vielleicht die Knackpunkte sein können, da es ein allgemeines Orakel ist. Und es nur eine Inspiration sein soll, schaust du für dich bitte, was du für dich mitnimmst und was nicht. Für all die, die gerade in einem guten Austausch sind mit ihren Ottos, werde ich trotzdem später nochmal also in dem nächsten Video, die Kristallkugel befragen. Irgendwann machen wir es auch mal wieder andersrum. Aber mir ist das heute ein Anliegen, all denen, die da so ein bisschen im Trüben fischen oder noch nicht so ganz sicher sind, wie sie ihrer und ob sie ihrer Intuition vertrauen können, noch mal so ein bisschen was mit an die Hand nehmen. Trotzdem versuche ich mich ja relativ kurz zu fassen. Wir gucken mal. Für all die Spirit, die keinen Kontakt haben, wo steckt ein liebes Kollektiv und was ist auf der anderen Seite dann gerade so los? Ja, du hast immer wieder versucht und immer wieder versucht und immer wieder versucht, den Kontakt. Ich deute hier intuitiv, ne? Also nicht nach Lehrbuch. Also ihr wisst das. Ich muss es nur immer wieder dazu sagen. Immer wieder versucht, das Licht in seine Richtung strahlen zu lassen, hast immer wieder die Energie in seine Richtung geschickt, hast immer wieder Kontakt aufgenommen und irgendwo hast du so den Eindruck, es geht nicht richtig vorwärts, es stagniert, wir trampeln hier auf der Stelle herum. Du möchtest jetzt Taten sehen, du möchtest, dass er sich bei dir meldet, du möchtest wenigstens ein Zeichen von ihm haben, dass er überhaupt noch Interesse für dich hat. Damit setzt du ihn energetisch schon unter Druck. Und das hat schon wieder was mit dem Thema Loslassen zu tun. Moment, ich glaube, so ist es besser. Wenn du eine Aktion startest aus dem Herzen heraus in seine Richtung, dann ist es absolut wichtig, dich von Erwartungen zu befreien. Wenn du eine Botschaft sendest in seine Richtung, dann ist es absolut wichtig, ihn entscheiden zu lassen, ob er darauf reagiert oder nicht darauf reagiert. Und dann vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob die Botschaft von seiner Seite nicht unter Umständen energetisch in deine Richtung gefunkt wird, weil ja, ne, in meinem Kollektiv ist das Gegenüber wirklich ja, ein spiritueller Otto, der echt was drauf hat und der mit Worten gar nicht unbedingt so viel anfangen kann, auch wenn er gut reden kann, wenn er möchte, ist es manchmal so, dass er sich gerade so zu Beginn dieser Verbindung überfordert fühlt, wenn er sich erklären muss, weil versteht er nicht, warum er sich bei dir erklären muss, wie es ihm geht, wo er doch erspürt, wie es dir geht. Ich versuche ihn nur zu erklären. Wenn er wissen möchte, wie du drauf bist, dann checkt er mal eben dein System und dann weiß er, was los ist auf der anderen Seite. Hier im Kollektiv gibt es immer wieder dann die Menschen, die dem gesprochenen Wort halt eben mehr vertrauen als ihrem Instinkt. Und es kann ganz gut sein, dass du abends schon mal auf dem Sofa sitzt und das Empfinden hast, mir läuft hier ein wohliger Schauer über dem Rücken, weil er gerade praktisch energetisch deinen Rücken krault. Oder wie soll ich das sagen? Es geht einfach darum, mehr und mehr den Instinkten zu vertrauen, als zu zählen, wie viele Botschaften oder wie viele Worte du von ihm zurückgesendet bekommst. Es geht um ja, die Verbindung und es geht darum, diese Verbindung zu erspüren. Und wird er dir alles erklären, dann käme es ja nicht in deine Intuition. Also da steckt hinter allem ein höherer Sinn, der erschließt sich aber erst viel später. Er hat so gerade den Eindruck, es kommt von allen Seiten auf ihn herniedergeprasselt. Jeder will was von ihm. Wenn du dann jetzt auch noch sagst, na, wie geht's dir? Treffen wir uns auf einen Kaffee, dann ist das nächste Date schon wieder irgendwo im Rücken. Nicht, dass er dich nicht treffen wollte, aber er ist halt sehr beansprucht von sehr vielen Menschen. Er ist ein Mensch, der sehr pflichtbewusst ist, der sehr verantwortungsbewusst ist. Nur nicht in deine Richtung, so scheint es dir, aber der möchte dich halt mit seiner Schwere nicht belasten, weil er dann unter Umständen
überfordert ist, und er weiß, wenn er überfordert ist, reagiert auch schon mal über und lässt Woch dann die Oberfläche sprudeln, die im ersten Moment nicht so besonders elegant sind. Und dann zwingt er sich zur Mäßigkeit, und indem er da nichts sagt, findet er das für sich die bessere Variante, als dass der da jetzt was auf den Tisch bringt, wo bei dir eine alte Verletzung an die Oberfläche kommt. Und deshalb ist er dann unter Umständen eher still. Jetzt sagst du natürlich, ja, kann ich ja nichts anderes tun, als mal eben abzuwarten, bis er aus dem Schlamassel da raus ist. Das kann man so sehen. Ich habe es immer anders gehandhabt. Ich fand es immer wichtig, zu zeigen, egal wann und egal wie, ich bin da für dich. Weil ich habe das in meinem Leben auch oft erlebt, dass gerade in schweren Momenten die Menschen einfach weg waren. Da waren sie plötzlich weg. Da wusste ich dann auch irgendwann, wer gehört jetzt wirklich zu meinem Freundeskreis und wo kann ich dann doch in letzter Instanz drauf verzichten. Solche Erfahrungen hat der Herr Otto mit Sicherheit gemacht. Und wenn du dich jetzt hier blenden lässt, nur weil er gerade in einem Moment ist oder in einem Moment steckt, wo er entweder irgendwas betrauert oder halt eben erschlagen wird von Ansprüchen aus dem Außen. Wenn du dann auch noch flöten gehst, dann ist das für ihn die Bestätigung, dass er zwar deine schöne Seele gesehen hat, aber im Grunde du nicht anders tickst als all die Menschen, die er bisher so hat kennenlernen dürfen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu raffen. Warte. Was beschäftigt dich denn noch? Ja, du bist halt ein sehr empathischer Mensch und das zeichnet dich auch aus. Du bist ein sehr empathischer Mensch, aber du brauchst dich hier bei ihm nicht anzupassen. Du darfst hier bei ihm wirklich deinen Impulsen folgen. Das, was der erste Impuls ist, ist meist der richtige, weil du hast eine gute Intuition. Und wenn du dich dann nicht traust, diesen Impuls in seine Richtung zu senden, weil du dir schon wieder den Kopf über ihn zerbrichst, dir überlegst, was geht da in ihm vor? Ich kann ja jetzt nicht stören, der hat ja sowieso, ich bin zu viel. Nee, das bleibt sein Problem. Wenn du einen Impuls hast und du lässt dich nicht zurückhalten von irgendwelchen Ängsten, dann ballerst du den raus. Muss natürlich auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, aber wenn du das in einem Shiny-Modus machst, in einem Pipi-Langstrumpf-Modus, wenn du einfach dich traust, so zu sein, wie du bist, mit all der Empathie, die du in dir hast, dann kannst du im Grunde keine Fehler machen. Dann kannst du keine Fehler machen. Wichtig ist halt eben nur, aus der Erwartungshaltung rauszukommen. Das ist ein Mann, der traumatisiert ist, den nie jemand an die Hand genommen hat, dem jedes Gefühl von Geborgenheit, ja, das hat er nie kennengelernt. Und wie soll er sich auf die Liebe einlassen, wenn da immer wieder Menschen sind, die nicht an ihn glauben? Es geht an deiner Seite oder von deiner Seite aus darum, das Beste in ihm zu fördern. Er durch sein Schweigen fördert im Grunde auch das Beste in dir. Nämlich du bekommst mit und mit, das ist ja ein Prozess, in dem du dich bewegst, mit und mit immer mehr Sicherheit für die Dinge, die du da tust. Und irgendwann sind ja auch die Konsequenzen egal, weil es immer wieder Licht am Ende des Tunnels gibt und immer wieder er ja dann auch Zeichen aussendet in deine Richtung, die dich bestätigen, dass du mit deiner Intuition richtig liegst. Er ist im Grunde ein absoluter Romantiker. Man soll es nicht glauben, aber er ist es. Er ist aber tief in sich drin auch schüchtern, und wenn er zwar Königsqualitäten hat, aber sich fühlt wie ein Bettler, wie soll er dann mit dem Pferd als Prinz bei dir vorbeigeritten kommen und dir die Hand zum Tanz reichen? Jetzt mal überspitzt auf den Tisch gebracht. Also ich kann mich und will mich da nicht dauernd wiederholen. Schaut gerne wirklich mal in den älteren Videos. Ich habe den Seelenpartnerprozess, ich glaube, von der Pike auf erzählt und erklärt, so wie ich das erfahren habe. Und dieser Mann will geliebt werden und der will geliebt werden und der will geliebt werden. Du sicherlich auch, aber du bist ihm voraus und deshalb
bist du in dieser Geschichte hier das Fürengelchen für ihn. Und das darf niemals vergessen werden. So, jetzt warte. Wenn er sich jetzt nicht so verstecken geht, was sagt sein Herz denn dann in deine Richtung? Ich brauche hier Zeit. Ich kann den Schalter nicht so schnell umlegen. Ich führe da gerne das Beispiel mit Bex an. Der Bex, der war so verzogen, als ich den mit einem Jahr bekommen habe, dass der echt auch manchmal versucht hat zu schnappen, wenn er meinte, da wollte jemand was von ihm und und. Der Bex, der wedelt jetzt den halben Tag, man braucht nur mit ihm zu sprechen. Aber am Anfang hat der Hund auch zu allem Nein, Nein, Nein gesagt. Vor allen Dingen, wenn da jemand war, der versuchte, ihn zu dominieren, also kannte der keine Gnade. Musste man mit viel Geduld, Vertrauen und so weiter arbeiten. So ähnlich ist es hier. Der Otto sagt ganz, ganz, ganz lange Zeit: Nein, 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 ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Kommst du mit irgendetwas, was an seiner Krone wackelt, die er zwar, ne, nicht äußerlich unbedingt auf dem Kopf hat, aber er fühlt sich schon innerlich manchmal wie ein König und dann wieder wie ein Bettler. Der ist halt sehr zerrissen eine lange Zeit. Ja, und dann demonstriert er dir, dass er auch gehen kann, weil der kennt sich aus mit sich alleine. Das ist nicht seine Glückseligkeit, weil jeder Mensch möchte auch geliebt werden. Na, du guckst, wie das ist, ob das wirklich eine Seelenverbindung ist, aber dieses Nein, wird oft von Team Otto aus Angst ausgesprochen. Genauso wie der Bex aus Angst gebissen hat. Aber bleibst du beständig an seiner Seite, dann wird sich auch hier was verwandeln und diese Beziehung immer intensiver werden können. Was sagst du denn? Stell nicht zu viele Fragen, denn wenn Liebe die Antwort ist, wozu dann Fragen stellen? Und es ist eine romantische Liebe und Amors Pfeil hat getroffen. Ja. Und man lernt irgendwann immer harmonisierender zu werden innerhalb dieses Prozesses. Und wenn er irgendwann kapiert hat, dass keine Gefahr von dir ausgeht, dann gelingt es ihm auch, sich immer mehr zu öffnen. Und in der Zwischenzeit hast du genügend Zeit, dich, Quatsch, andersrum, dich auf deine Themen zu fokussieren, weil da gibt es auch noch genug. Was ist denn jetzt in den nächsten 24 Stunden für dich interessant? Die tiefen Gefühle, guckst du dir an. Sind es wirklich tiefe Gefühle oder ist es nur ein Ich will haben? Und für Otto? Wartet auf Nachrichten, hat große Sehnsucht nach dir. Dann nehmen wir mal den Kartensalat. Und Spirit, zeig mir jetzt, was ich dir erzählen darf. Wie darfst du hier weiter vorgehen? Und es ist, wie gesagt, nur eine Inspiration. Und es bezieht sich hier an der Stelle auf alle die, die gerade keinen Kontakt haben. Oder auch schon länger nicht. Ja, hier darfst du nochmal angucken, warum, wenn er still ist, deine Stabilität in den Verlust gehst und warum du an einem guten Ausgang in der Liebe zweifelst. Das ist schnell erklärt, das ist auch ausgiebiger erklärt in den alten Videos. Wenn es ihm gelingt, an deiner Stabilität rütteln zu können, dann bist du noch nicht zu 100% in deinem Selbstwert, auch wenn das im ersten Moment so scheint. Dann sind noch Themen, die er in dir triggern kann und diese Themen, ja, holen das innere Kind an die Oberfläche und das innere Kind wird dann trotzig, verschränkt die Hände vor der Brust und sagt, das habe ich nicht verdient. Ja, frag dich, was ist es denn? Was hat es mit den tiefen Gefühlen auf sich? Ist es eine Liebelei? Ist es eine Seelenverbindung? Ist es die Liebe? Liebst du diesen Menschen, egal wie er ist? Und vor allen Dingen vertraust du auf einen guten Ausgang in der Liebe? Dann spring ab und zu über Messers Schneide, weil es wird dich in den Weg der Heilung führen. Allerdings nur, wenn du in deiner Stabilität bist. Ne? Das macht keinen Sinn, dass er dich jetzt da ins Kellerloch runterzieht. Also muss schon eine gewisse
Balance in dir selber haben, um das Ganze wuppen zu können. Und ansonsten vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das bestimmt nicht ich, das bestimmst du und das Universum und dein Otto. Wie ist es auf seiner Seite? Was ist da bei ihm? Er beschäftigt sich zurzeit sehr mit dem Thema Finanzen und mit dem Thema Finanzen kommt auf keinen grünen Zweig. Deshalb auch hier diese Bedrohung, Belastung, das ja, spielt da rein, dass er dann Angst hat, irgendwann ja, kein Gesicht hat, kein abgesichertes Leben mehr zu führen. Das Thema Sicherheit ist eh was Wichtiges für ihn. Er hat sich auch nie sicher gefühlt, deshalb ist er ja auch nicht selbstsicher, deshalb ist er ja auch eher schüchtern. Ja, und was passiert? Ein Unglück reiht sich an das nächste, weil seine Gedanken eben so aufgestellt sind. Und ja, für all die, für die dieses Orakel ist, die machen sich auf einen langen Weg, weil der Otto oft wie so ein Offizier um die Ecke kommt und in den Widerstand geht. Aber in ihm steckt ein reicher, guter Herr und der will an die Oberfläche gekramt werden. Das ist deine Aufgabe im Grunde, gesetzt im Fall, Hachi. Entschuldigung, das war Bestätigung gesetzt im Fall. Du bist bereit, diese Aufgabe anzunehmen. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben, für den Moment. Das war ein kurzer Exkurs, weil normalerweise erzähle ich schon andere Dinge in diesen Orakeln, aber ich habe festgestellt, dass wieder viele neu um die Ecke gekommen sind. Und ja, intensiver kann ich das beleuchten in privaten Readings, wenn du dich dafür interessierst. Das ist alles in der Infobox verlinkt. Ja. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mir ein Abo schenkst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Lesen tue ich alles und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend oder Nachmittag und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.